Hallo aus dem Horsch-Live-Studio hier in Schwandorf. Für alle, die neu zugeschaltet haben, wir befinden uns mitten in unserer Online-Veranstaltung Horsch-Live, wo wir verschiedenste Vorträge zu Ackerbauthemen, zu Betriebsführungsthemen, aber auch natürlich zu Technikthemen behandeln. Zwei Hinweise an der Stelle. Zum einen, wir haben permanent die Chat-Funktion offen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zum laufenden Vortrag oder zu Vorträgen aus der zurückliegenden Zeit, jederzeit gerne reinschreiben. Wir beantworten die Fragen gerne. Und die Vorträge bleiben auch weiterhin online. Das heißt, wenn das ein oder andere vielleicht nicht in die Zeitplanung gepasst hat, kein Problem, kann man jederzeit bei unserem YouTube-Kanal auch weiterhin anschauen und sich die Informationen rausziehen. Ja, unser nächster Programmpunkt ist Betriebsreportagen, dieses Mal aus Russland. Das freut mich sehr, dass wir zwei Betriebe finden konnten in Russland, die uns ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen, weil ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, Russland natürlich landwirtschaftlich gesehen ein sehr, sehr interessantes Land ist. Große Strukturen, gute Böden in vielen Teilen, teilweise natürlich extreme Witterungen. Und auch Betriebe, die sehr, sehr modern aufgestellt sind, was Betriebsführung betrifft, was Technik betrifft und auch Fruchtfolge. Und genau bei so einem Betrieb war Horsch live mit der Kamera unterwegs und hat dort eingefangen, was gemacht wird mit modernen Fruchtfolgen, mit modernen Anbaukonzepten. Wir sind zu Gast bei der Firma Eco Agroferma und haben dort mit dem Eigentümer gesprochen, mit Vasili Nikolajewitsch, der uns Eindrücke von seinem Betrieb gibt und natürlich auch schildert, wie er den Betrieb führt und vor allem, wie er den Betrieb auch zukunftsgerichtet weiter betreiben möchte. Vielleicht noch ein bisschen eine Einordnung, wo wir in Russland sind. Wir sind in Zentralrussland unterwegs. Moskau, glaube ich, ist ein Begriff. Südlich von Moskau im Gebiet Rysan und werden uns das jetzt mal ganz intensiv anschauen und im Anschluss natürlich noch ein paar Fragen direkt an Vasili Nikolajewitsch stellen. Dankeschön. Guten Tag. Ich heiße Mischinchuk Vasili Nikolajewitsch. Ich bin der Eigentümer von Agrofirma Mikhailovskaya. Wir haben unseren Betrieb 2014 aufgenommen. Wir haben unsere 6000 Hektar Land. Vielleicht noch 1000 circa kommt dazu. Dann bleiben wir aber dabei, weil das ist dann kann man verwalten. Das ist dann interessante Arbeit. Wir haben gute Erde, stellenweise Schwarzerde. Man kann nicht sagen, dass wir einen idealen Boden haben. Wir machen einmal in 4 Jahren Analyse. Auf jeden Fall, wir brauchen auch Nährung für den Boden. Aber wir müssen das machen. Ich will jetzt nicht darauf bestehen, aber wir müssen das natürlich etwas bestimmen, also nicht zu viel da reinmachen. Unsere Ernteerträge sind circa 45 Zentner. Das ist ganz gut. Also ich bin damit zufrieden. Ich will jetzt nicht 90 bekommen oder mehr. Und in unserem Region ist es ziemlich schwierig, sogar 45 zu bekommen. Von daher, wir sind zufrieden. Langsam versuchen wir, neue Kulturen anzubauen, außer von Weizen, Gersten, Raps, Soja. Das sind unsere Standardkulturen. Jetzt versuchen wir, eine neue Kultur anzubauen, neuere Kulturen anzubauen. Jetzt zweites Jahr in Folge haben wir Linsen. Wir haben ziemlich gute Erträge. Letztes Jahr hatten wir 14 bis 17, dieses Jahr ein bisschen weniger, circa 12. Aber das ist auch nicht schlecht für Linsen. Und neue Kultur Koriander, das ist auch interessant für uns, weil für die Fruchtfolge brauchen wir das mehr, weil die
Ernte, das kreuzt sich bei uns mit der Aussaat. Und da wir keinen Dampfacker haben, das ist Brachacker, deswegen ist das ziemlich schwierig für uns. Deswegen brauchen wir solche Kulturen, nach der wir dann die Winterweizen aussehen können. Das sehen wir nach Raps, nach Erbsen. Und jetzt haben wir das auch gefunden, nach dem Koriander können wir das machen. Da gibt es auch eigene Besonderheiten. Ich habe jetzt zum Beispiel erfahren, dass wir das brauchen, damit wir keinen Schaden, keine Schädlinge an Weizen bekommen, weil Koriander hat ziemlich starken Geruch und man darf nicht zulassen, dass das auf die Qualität von Weizen Auswirkungen hat. Deswegen haben wir damit noch zu kämpfen. Sonnenblumen bauen wir nicht an, weil das eigentlich nicht unsere Kultur ist. Ich würde das gerne machen, wenn wir circa 100 Kilometer südlicher wären. Aber das ist leider nicht unsere Kultur. Ich würde das sehr gerne machen, aber das geht nicht, weil, wie gesagt, das passt nicht für unsere Region. Das schafft einfach nicht bis zur Ernte. In manchen Jahren vielleicht schon, aber meistens nicht. Dieses Jahr versuchen wir auch mit Mais. Wir werden es versuchen. Die Technik suchen wir entsprechend aus, dass wir so ein bisschen auch Reserve haben. John Deere haben wir, Achter. Und bis jetzt reicht das eigentlich für uns, für unseren Aussaat. Also wir haben jetzt keine Geräte, keine, dass wir Neuner brauchen. Unsere Mähdrescher jetzt habe ich für mich auch jetzt besorgt. Zusammen mit dieser Anzeige, dass bei uns da die Feuchtigkeit angezeigt wird, die Ernteerträge und so. Und jetzt kam ich zur Schlussfolgerung, dass eigentlich alle Mähdrescher diese Navigation benötigen, weil das sehr an Arbeit spart. Natürlich, wenn ich jetzt selbst nicht in diesem Mähdrescher gesessen hätte, würde ich diese Fragen sich selbst gar nicht stellen, aber da habe ich selbst gearbeitet in diesem neuen Mähdrescher und jetzt verstehe ich auch, was man da noch machen kann, wie man die Effektivität erhöhen kann. Gemietete Mähdrescher haben wir nicht, werden wir auch nie haben, weil diejenigen, die die Ernte geerntet haben, die müssen auch das Geld behalten können. Also ich arbeite auch selbst nicht umsonst am Acker im Feld und bei der richtigen Logistik arbeite ich hier im Feld auf dem Acker und auf der Basis im Hauptbüro arbeitet mein Geschäftsführer und normalerweise, wenn das alles gut koordiniert ist, dann wird das alles schnell geerntet, schnell angebaut, es kommt zu keinen Verzögerungen und wir brauchen keine Fremdtechnik. Das reicht alles komplett mit unseren eigenen Kräften zu machen. In diesem Jahr haben wir einen Trockner, Getreidetrockner aufgestellt, Mix 48. Das wird unsere Ernte zur richtigen Zeit zu bekommen, zu ernten, das wird das auch noch beschleunigen. Weil in unserem Region gibt es ziemlich früh Tau auf dem Boden. Zu früh können wir das nicht machen, können nicht ernten, zu spät auch nicht, weil es dann wieder feucht ist und mit dem Trockner können wir das alles lösen. Das ist auch eines der Werkzeuge, was uns bestimmt größere Vorteile in unserer Wirtschaft gibt. Wenn man im Süden das vielleicht einmal in 3 Jahren brauchen wird, wir brauchen das eigentlich jedes Jahr, weil unser Klima ziemlich feucht ist. Im August, Anfang September, wenn die Erntezeit auch ist, für Soja zum Beispiel, oder Raps, Spätraps, das ist sehr aktuell dann.
Wir sind sehr froh, dass wir das erworben haben. Das ist der größte Trockner, die größte Trockenanlage in unserer Region. Als wir früher mit den traditionellen Technologien gearbeitet haben, ich habe das sehr oft gesehen, wir nennen das Teller auf dem Acker im Herbst oder im Frühjahr zum Beispiel, da gab es diese großen Pfützen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum kommt es dazu, wie entstehen sie? Und es gibt so einen Begriff wie die südliche Sohle. Als bei mir ein Agronom gearbeitet hat, also ich gebe ihm natürlich keine Schuld, aber er hat das so gelernt, ja, hat sehr gut und gearbeitet, aber er wusste nur das. Und ich habe mir schon einige Fragen gestellt, warum diese Teller, warum diese Pfützen da entstehen auf dem Acker. Und ich habe den Agronomen auch gefragt, warum entstehen da diese einzelnen Riesenpfützen, weil Weizen erstickt darin. Und er sagte, ja, nach der Ernte müssen wir einfach diesen Acker tief pflügen, um diese Sohle dann zu zerstören. Aber jetzt, nachdem wir das jetzt so verwenden, wie wir jetzt haben, entstehen solche Pfützen nicht mehr, egal bei welchen Niederschlägen. Letztes Jahr habe ich einen Anruf bekommen. Meine Bekannten, die wissen, dass ich jetzt diese neue Anbaumethode, diese neue Fruchtfolge verwende, haben sie mich gefragt, weil es sehr stark geregnet hat, ob ich in meinem Feld, auf meinem Acker, diese kleinen Seen, diese riesigen Pfützen habe. Ich habe gesagt, kommt vorbei, könnt selbst sehen, die gibt es nicht. Das ist tatsächlich, Nautil funktioniert in dieser in diesem Sinne, also bei uns, außer Mähdrescher und Verlader, haben wir eigentlich keine Technik bei uns auf dem Acker, sogar keine PKWs. Und jetzt mussten wir das nicht tief pflügen. Die Frage hat sich von selbst gelöst. Die andere Frage, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wir hatten sehr starke Sandstürme, Staubstürme, aber auf unserem Land haben wir das nicht beobachtet, haben auch Bekannte angerufen, haben gefragt, habt ihr das auch? Ich meinte, nein, haben wir nicht. Aber da bin ich dann der Meinung, dass ich dann wahrscheinlich in der richtigen Richtung gehe. Und das ist das, was ich sagen kann, was wir jetzt bereits schon sehen können, nachdem wir jetzt diese Technologie angefangen haben zu verwenden. Viele Probleme lösen sich dann von alleine. Und die Verwendung von diesen Kulturen, das ist relativ kompliziert bei uns, weil nach der Ernte und bis zu den ersten kalten Tagen, niedrigen Temperaturen, haben wir sehr kleinen Zeitraum. Wenn zum Beispiel die Ernte bei uns im Juli anfängt, etwa am 23. versuchen wir sofort danach diese nächsten Kulturen auszusehen. Wenn das im August wird, dann diese Felder, die dann im August geerntet wurden, sehen wir jetzt keine Winter, keine nächsten Kulturen dann aus, weil sonst wird es zu kalt und das funktioniert einfach nicht. Das ist sehr schade, weil wir wollen das so machen, weil das gehört auch zu unserer Technologie. Also wir haben jetzt keine richtigen Schwierigkeiten, aber wenn du hier jetzt irgendwas vergisst und irgendwas auslässt, dann bekommt man richtige Schwierigkeiten. Der Preis für einen Fehler ist mindestens ein Jahr und wir müssen Aufmerksamkeit schenken jedem Acker, jedem Feld und das nicht nur am Rande des Feldes,
im wahrsten Sinne des Wortes, sondern über das ganze Feld. Wir haben so ein, ich sage mal, Quad gekauft mit niedrigem Druck, also ziemlich leicht, was dann die Kulturen, was die Pflanzen nicht kaputt macht. Also man bei uns sagt, der Fuß des Wirtes macht die Pflanze nicht kaputt, so genauso mit diesem Quad. Also das ist jetzt nicht so schwierig, aber wir haben festgestellt, dass wir dann auch ein Gerät, mit dem wir flüssige Düngemittel versprühen können, und das differenziert machen, das ist auch ein neues Level, weil es gibt verschiedene Böden, verschiedene Acker. An einer Stelle ist der Boden total gesund, an der anderen Stelle ist das ein bisschen beschädigt. Deswegen müssen wir da so arbeiten, dass wir differenziert den Boden düngen. Jetzt arbeiten wir gerade daran und suchen dann die Möglichkeiten, suchen Sämaschinen für flüssige Dünger. Das ist das, was wir bis jetzt erreicht haben und was ich auch schon gesagt habe. Sehr wichtig ist auch dann eine Sprühanlage. Jetzt haben wir eine Sprühanlage bekommen, Horsch. Ich setze sehr große Hoffnungen darin. Aber ich bin auch der Meinung, dass nicht jeder Bediener kann das bedienen, weil das ist keine einfache Technik. Ich habe meinen Freund überredet in Moskau, der dort kündigt und zu mir zu dieser Technik jetzt kommt. Ich habe einfach verstanden, man muss den Leuten vertrauen, die in solchen Telefonen, in solchen Smartphones sitzen und irgendwo immer arbeiten, dann heißt es, dass dieser Mensch kommt doch mit dieser Technik klar. Also wir müssen lernen und lernen. Was Düngen angeht, es gibt immer so eine schwierige Frage. Bei mir zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Konferenzen besuche mit den traditionellen Methoden, wie können Sie für 20 Meter da diese Phosphordünger einbringen zum Beispiel? Das ist immer so eine Streitfrage. Aber für mich selbst kam ich zum Schluss, dass es ist unbedingt, also bevor wir düngen, das, wir haben die ganzen Böden analysiert, damit wir wissen, wo wir viel Phosphor haben, wo Phosphormangel ist, wo Stickstoffmangel ist. Aber genauso jetzt sich daran zu halten, dieser Boden, dieses Land, dieses Teil des Bodens, das ist sehr schwierig und wie ich gesagt habe, wir haben diese Sämaschine mit diesen differenzierten Dünger, aber das ist jetzt nicht für mich wichtig, dass ich diese Phosphordünger für 20 Meter mache. Ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel für 5 Zentimeter das mache, mit diesen Sämaschinen mache, mit der Zeit, gehen sie auch runter auf diese 20 Zentimeter. Also das ist für mich nicht schwierig. Da sehe ich, da ist jetzt nicht auf dem Acker, dass dort wir Phosphormangel haben zum Beispiel irgendwo. Also es gibt wirklich kein Stück Boden bei uns, wo ich das sagen könnte, dass dort großer Mangel herrscht. Eigentlich würde ich gerne auf Phosphordünger ganz verzichten gerne und unsere eigene natürliche Dünger verwenden. Wir wollen auch jetzt Viehzucht betreiben, also jetzt keine Milchkühe, sondern also Rinder, schon Rinder, aber und das in diese Technologie mit einbeziehen in unseren Ackerbau. Dass wir mehr Gülle verwenden. Wir haben auch verschiedene Experimente gemacht.
was auch Pflanzenschutz betrifft und so weiter, haben einen Acker genommen und zwei geteilt, mit Schutz, ohne Schutz. Also das sehe ich eigentlich gar keinen großen Unterschied. Es ist natürlich schwierig, ganz ohne Pflanzenschutz zu arbeiten. Da bin ich noch nicht so mutig. Aber ich denke, nach ein paar Jahren, wenn wir dann unsere Experimente weiter fortsetzen, denke ich schon, dass wir dann das schaffen, dass mindestens Fungizide, dass wir darauf verzichten können. Mit dem Geschäftsführer hatten wir so ein Experiment gemacht. Er hat mich angerufen und sagte, wir haben auf den Linsen Schädlinge. Löse. Wir sind dann zu diesem Feld gekommen, haben das gesehen und ich sagte, Anton, schau doch mal, dass auf jeder Pflanze eigentlich ein Marienkäfer war. Mal zwei Marienkäfer, mal ein Marienkäfer. Und dann fragte ich Anton, verstehst du, dass wenn wir jetzt diese Pflanzenschutzmittel verwendet werden, dann alle unsere Freunde Marienkäfer auch sterben werden. Und dann kamen wir zum Schluss auch, habe ich gesagt, egal, soll gefressen werden, dann haben wir keinen Linsen mehr und haben das nicht dann versprüht, verstreut. Und als Ergebnis, wir hatten eine gute Ernte bekommen, ist nichts gestorben. Diese Marienkäfer haben diese Läuse gefressen und das war so wie ein Zeichen für mich, dass eigentlich wir darauf verzichten können. Aber dieses Jahr haben wir diese Schutzmittel nicht mehr verwendet, aber ein Grundstück haben wir trotzdem ein bisschen besprüht, um den Unterschied zu sehen. Und es gab keinen Unterschied überhaupt. Also in unserem Verständnis ist das einfach so, ob das funktioniert oder nicht. Also wir werden jetzt noch nicht ganz darauf verzichten. Wir müssen dann noch ein paar Tests machen, ein paar Experimente machen. Aber ich würde das sehr gerne darauf verzichten. Und ich denke, dass wir auch dazu kommen. Wir haben unser eigenes Verständnis jetzt, unsere eigene Politik, wie wir das in unserer Region machen können. Wir können nicht 100% nehmen, wie das zum Beispiel in Kanada passiert oder in der Ukraine oder in einer Nachbarsregion. Also das können wir nicht eins zu eins auf uns übertragen. Wir müssen das einfach ausprobieren und testen und an sich selbst anwenden, weil nicht alles klappt so wie bei den Nachbarn zum Beispiel in der Ukraine. Und langsam suchen wir unsere eigenen Technologien. Und wenn das so ähnlich aussehen wird, wird es trotzdem anders sein als bei den anderen. Und nachdem ich andere Regionen angeschaut habe, kamen wir auch zum Schluss, dass auf den ersten Blick eigentlich haben wir viele Niederschläge. 550 Milliliter, das ist eigentlich gut. Aber seit 4 Jahren sehe ich nur, dass wir nur ein einziges Jahr gut hatten. Nur in einem Jahr kamen Niederschläge, nur dann, wenn wir sie brauchen. Im Juni zum Beispiel, wenn die Vegetation kommt und wenn wir Niederschläge brauchen, dann gibt es sie fast gar nicht. Und unser Ziel, nicht Ziel, aber wir würden uns das sehr wünschen, dass wir unter Boden Bewässerung implizieren können. Dieses Jahr werden wir das an einem Acker probieren, da wir dort nicht pflügen, sehen nur aus und ernten. Deswegen probieren wir das aus, diese unterirdische Bewässerungsanlage. Das ist mein Traum. Und ich denke, dass wir gute Ergebnisse erzielen können werden. Wir können auch Düngermittel durch dieses System einbringen. Das ist eine ganze Kette.
Das ist das Wichtigste, was ich eigentlich machen wollen würde. Das Ziel und der Traum ist, solche Technik zu finden und auszusuchen, dass zum Beispiel diese eine Sämaschine zwei ersetzt, die ich jetzt zum Beispiel habe, damit wir die Arbeitszeit reduzieren, die Qualität der Arbeit erhöhen. Und das können wir nur dann erreichen, wenn wir gute Geräte, gute Technik haben. Deswegen mein Traum, also Traum oder nicht Traum, weiß ich nicht, aber wir streben danach. Wir wollen auch einen Fotoseparator kaufen und gute Körner bekommen, gutes Aussaat bekommen, also damit wir wirklich gute Qualität bekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich mag nicht so gerne vom Publikum aufzutreten, bin sehr nervös. Ich wollte einfach meine Sicht Ihnen über meine Sicht zu erzählen. Wie ich das alles sehe, dieses Geschäft. Ich hoffe, da war auch ein bisschen nützliche Informationen für Sie. Sie können Fragen stellen, mit Vergnügen beantworte ich sie. Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten, aber gerade haben wir mehr positive Sachen. Ich arbeite in der Landwirtschaft, ich spüre, dass das meins ist und erziehe auch so meine Kinder, dass sie diese gutes, ehrliche Geschäft weiterführen können. Das alles, was meine Meinung ist, das können Sie für sich auch verwenden oder nicht. Aber ich habe das gesagt, wie ich das sehe. Vielen Dank. Dobri den, Vasilij Nikolajewitsch. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag, das ist schön, dann können wir uns direkt in Deutsch unterhalten. Добрый день, Василий Николаевич. Я думаю, вы уже друг друга поняли. Если вы на немецком разговариваете, Михаэль Браун на русском разговаривает, тогда вы можете без переводчика общаться. Also, wenn Sie schon Deutsch sprechen, dann können Sie ohne einen Dolmetscher sich unterhalten. An der Stelle nochmal vielen Dank für den intensiven Einblick in Ihren Betrieb. Воспользуюсь моментом, хотел бы вас поблагодарить за полноценный репортаж про ваше хозяйство. Ich finde es sehr, sehr interessant, wie Sie denken, wie Sie die Sachen auch umgesetzt haben. Нам очень понравилось, как вы ведете свое хозяйство, как вы думаете, как вы установили у вас свою стратегию. Wir haben von unseren Zuschauern ein paar Fragen bekommen zu Ihrem Vortrag. Наши зрители сегодня задавали нам несколько вопросов, то есть вам. Die erste Frage ist natürlich, viele Landwirte sind immer interessiert, wie sieht es denn am Feld draußen aus? Wie ist aktuell die Situation bei Ihnen am Feld? Sind die Kulturen gut entwickelt? Sind sie schlecht entwickelt? Первый вопрос, который мы получили, это развитие ваших озимых культур на данный момент. Как они выглядят на поле? Можете немножко рассказать о озимых культурах, которые вы в этом году посеяли, и в каком стадии они развития растения находятся? Спасибо за приглашение. Я тоже очень рад, что я участвую в таком мероприятии, потому что ich bin auch sehr froh, dass ich an so einer Veranstaltung teilnehmen kann, weil ich wollte auch immer gerne persönlich kennenlernen. Wir haben sehr ähnliche Ansichten, was der Arbeit angeht. Das ist eine sehr interessante Frage, weil jedes Jahr sieht es so aus, dass wir Winterweizen in bestimmten Zeitrahmen ausgesät haben. Ich habe da immer einen Wunsch gehabt, das mit Michael Horsch persönlich kennenzulernen. Irgendwas klappt das auch. Wenn man über den Winter, Winterkulturen aktuell reden, dieses Jahr war sehr interessante Situation, weil wir immer versuchten, den Winterweizen genau an dem Zeitpunkt sehen, wo wir eigentlich wollten. Mhm. И вот я задался вопросом, рекомендованные сроки сева озимых культур, ну, в частности, пшеницы. Ich habe viele recherchiert, wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt für Winterweizen zu sehen?
Начинались они у нас примерно 23 августа и по 5 сентября. Also idealer Zeitpunkt in unserem Region ist von 23. August bis 5. September, der Aussaattermin von Winterweizen. Я заметил, что те озимы, которые мы сеяли там 20 числа, ну, до 25-го, они всегда выглядели лучше, чем те, которые уже сеяли в сентябре. Klar, wir haben das, die Erfahrung gemacht, dass wir die, wenn wir den Winterweizen vor, also etwas früher, ungefähr 20. bis 25. August sehen, dann sehen, wir, würden die immer Bestände besser, als wir später den Aussaattermin also gehabt haben. И так как я на комбайне сам работаю, убираю, и заметил, что в бункере тоже урожайность выше там, где мы сеяли там 20 числа, а уже которые сеяли в сентябре, получалось, что там урожайность была хуже. Rein betrachtet erträglich, wenn ich, weil ich dann auf der Mähdresche selber sitze und der Mähdresche selber fahre, habe ich das betrachtet, den frühen Aussaat hat immer mehr Ertrag als den späteren Aussaat. В этом году пришли к мнению, что мы сместили на где-то на 5 дней мы сместили сроки сева, начали посев 16 августа. Und dieses Jahr haben wir versucht, das noch etwas früher zu sehen, zum Beispiel 5 Tage, also circa 16. 15. August. Да, и ну, увидели, что сев мы уложили 16 по 25 августа, и увидели, что первый год у нас озимые культуры все ушли, у нас уже холодно, они уже все ушли, распущенные в зиму. Das heißt, die haben die Aussaattermine circa für 10 Tage früher gemacht, von 16. bis 25. August, und die waren die Winterung und die Aussaat von Winterweizen viel besser. Конечно, это будет покажет уже бункер в комбайне, какая урожайность. Но первый год мы в прошлом году мы сделали эксперимент на одном поле, в этом году мы сделали на всех полях это гербицидную обработку осеннюю. Und, и на некоторых полях регулятором роста сработали. Und wir haben dieses Jahr, letztes Jahr nur in einem Feld das Versuch gemacht, früher mit früheren Aussaat, dieses Jahr mit viel, also mit, von allen. Und wir haben außerdem ein paar Felder die Versuche gemacht, das Winterweizen mit Fungizid zu bearbeiten im Herbst und einmal mit einem Wachstumsregulator. Genau. Vielleicht noch, um so ein bisschen einordnen zu können für unsere Zuschauer, wann ist bei ihm im Gebiet normalerweise Vegetationsende im Herbst? Wie lang wachsen die Bestände? Василий Николаевич, вы можете рассказывать для наших зрителей, когда у вас заканчивается вегетационный период озимой пшеницы осенью в вашем регионе? Заканчивается примерно, ну, очень по-разному, но в основном ноябрь месяц уже все. Середина ноября, 15 ноября уже где-то уже заканчивается. Das ist circa, also je nachdem, welches Jahr, aber durchschnittlich ist 15. November ist Vegetationende. Да, в этом году закончилось 20 числа примерно. Dieses Jahr war es circa 20. November. Wir haben aus Frankreich eine Frage bekommen, und zwar ist dort in Frankreich auch das Thema Direktsaat momentan sehr, sehr interessant. Und da hat uns eine Frage erreicht, wie lange Sie schon Direktsaat im Betrieb machen, also wie lange zurück die Erfahrungen gehen. Василий Николаевич, у нас смотрят тоже зрители из Франции, фермеры Франции, они тоже активно занимаются технологии No-Till, и они задали вопрос, сколько лет вы уже занимаетесь именно технологией No-Till? 4 года. Also 4 Jahre. Полноценных 100% перешли в первый же год и занимаемся, вот это будет 5-й год. Also die haben angefangen, vom Anfang also mit No-Till zu arbeiten, das ist das 4. komplettes Jahr,
Und wenn die, diese Saison enden wird, das wäre das fünfte Jahr. Also die hatten angefangen, die haben früher keine mit klassischen Bodenbearbeiten gemacht, die haben alles vom Null angefangen und das ist No-Till von 5 Jahren. Bei den Kulturen, wir haben ja gesehen, sind neben den, ich nenne es jetzt mal Klassiker der Kulturen, sind auch die Linsen dabei gewesen. Welche Ideen hat er denn noch für weitere Kulturen, die er im Betrieb unterbringen möchte? Во время вашей презентации мы видели, что у вас очень широкий севооборот, то есть разные культуры, кроме стандартной культуры, которую вы рассказывали, у вас есть другие культуры, чечевица, лен и так далее, и так далее. Хотите ли вы в будущем еще больше других нестандартных культурами заниматься, или это уже у вас последнее решение, которое вы занимаетесь на сегодняшний день? Нет, не все. Но достаточно для нашего региона узкий этот круг, какие-то культуры рассматривать. Вот, допустим, я бы хотел нут выращивать, но мы заложили там маленький участок, там где-то гектар, но у нас второй год не получается, и, видимо, мы не будем с ним работать. Мы хотели бы поработать с такой культурой, как амарант. Es gibt also es gibt bei No-Till, die stehen nicht einen Platz, die denken über immer weiter und weiter und das ist das nicht die letzte Kultur, was sie jetzt anbauen. Die haben letztes Jahr zum Beispiel versucht, mit einem Kichererbsen zu arbeiten. Die machen seit 2 Jahren Versuche, aber irgendwas, das klappt nicht mit dem Kichererbsen in der Region und in der Zukunft steht, dass sie auch mit Amaranth zu arbeiten. Die Pläne steht auch. Okay. Dann habe ich noch eine letzte Frage, weil wir ein bisschen auf die Uhr schauen müssen. Wir haben hier in Europa viel Diskussion über Dünger, über Preis, über Verfügbarkeit. Wie ist denn da aktuell die Situation in Russland? Bekommt man allen Dünger und wie hat sich der Preis entwickelt? Последний вопрос, который задавали наши зрители, это то, что касается доступности минеральных удобрений. У нас в Европе из-за ситуации сейчас пандемии есть некоторые ограничения или, ну, скажем, сложности доступности разных удобрений. Какова ситуация в России? Вы можете как в своем хозяйстве какие проблемы именно по доступности удобрений рассказать немножко? Ну, в этом году весной мы весной работаем по зимой пшенице КАСом, и мы вот почему-то не смогли получить КАС. Как нам говорили, весь КАС ушел в Европу. Вот. Мы расстроились, и пришлось разбрасывать селитру. Я не очень это хочу делать, и мне лучше вносить как бы КАС для нас. Но с удобрением у нас тоже сложно, потому что удобрения очень сильно подорожали. Вот. И, наверное, ну, где-то мы сделаем как бы эксперимент, может, все идет к тому, что где-то часть полей мы не будем вносить, сложные удобрения мы не будем вносить. Потому что такие культуры, как лен, мы тоже проводили эксперимент, лен не очень реагирует на удобрения, поэтому вот лен мы вообще исключим от удобрений. Но ситуация тоже не очень хорошая, что касаемо удобрений. Dieses Jahr war das Problem, die haben immer Frühling mit dem Stickstoffdünger gearbeitet, aber den Stickstoffdüngerhersteller, die haben gesagt, dass ja alle Stickstoffdünger nach Europa verkauft wurde und die mussten mit nicht flüssig Dünger, sondern mit dem ganz normalen Düngestreu arbeiten müssen und das war nicht optimal, aber das gab keine andere Möglichkeit oder Alternative. Und zweites, das Problem, die Preise steigen also rasant und das macht auch den Leben schwer bei denen. Und zum Beispiel, es gibt verschiedene andere Kulturen, zum Beispiel Flachs. Ja. Und die sind nicht so geeignet, wenn man den Dünger einfach mit dem Düngerstreuen rausschmeißt und deswegen hätten sie gerne wie früher, aber halt die Situation so und sie müssen damit umgehen. Okay. Ja, спасибо, Василий Николаевич, vielen Dank von meiner Seite. Спасибо еще раз большое. Да, вам тоже большое спасибо, danke schon. Ich denke, das war ein sehr, sehr gelungener Beitrag zu Herrn Schleif. Нам очень-очень понравилась ваша презентация.
Ja, an der Stelle nochmal vielen Dank und ich hoffe, dass man sich mal persönlich kennenlernen kann. Спасибо еще раз большое. Надеемся, когда-то мы с вами лично увидимся. Спасибо, я надеюсь. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Ja, der Beitrag, den haben wir im Vorfeld natürlich aufgezeichnet. Wir haben den Beitrag auch ein bisschen gekürzt, weil die Geschichte auf dem Betrieb extrem interessant ist. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben die Langversion in russischer Sprache, stellen wir im Anschluss auch zur Verfügung, um einfach noch ein bisschen mehr Eindruck vom Betrieb zu gewinnen. Ja, von der Stelle vielen Dank, Manso, auch an dich vielen Dank fürs Übersetzen und ich freue mich auf den nächsten Beitrag.